Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Warframe. So, was gibt's Neues bei, bei Warframe? Ja, man kann sagen, es gibt zwei Neuigkeiten oder Neuheiten. Besser gesagt, einmal Lures Beute, was ich auf ein anderes Video eingehen werde. Und einmal Nightwave Volume 3 oder Luras Mix Volume 3 ist da. Oder bekannt auch als Beschäftigungstherapie. Ja. Und da gehe ich jetzt diesmal halt drauf ein und zeige euch, wie der kostenlose Battle Pass, ja, was er für Belohnungen zu bieten hat. So. Nora's got the goods for one lucky dreamer. Who's it gonna be? Halt die typischen Aufgaben, einige oder sämtliche, glaub doch, sämtliche alte Aufgaben, die mal damit zwischendurch mal verschollen gegangen sind, mal sind wieder zurück. Und es sind einige, glaub, neue Aufgaben mit dabei, halt, okay, hier beim täglichen braucht man auch nicht so viel nicht machen, so, nachtanken, verteidige erfolgreich einen Bohrturm, ohne dass ihnen die Energie ausgeht. Ziemlich simpel, nimmt man Frost dazu, Reaktor, töte 150 Gegner durch Strahlungsschaden, auch einfach. Wiederbeleber, finde und übernehme einen gefallenen Nekramech. Geht man auf Deimos und das muss, glaube ich, da muss fast dominieren. So, alle an Bord, beende drei verschiedene K-Drive-Rennen in Orbis Tal. Das ist eins der alten Aufgaben, die wiedergekommen sind halt. Kerkermeister, beende drei Gefangennahmen-Missionen, auch ziemlich simpel. Dann noch Nekralisieren, töte 100 Gegner mit einem Nekramech, auch einfach. Retter, beende drei Rettungsmissionen, auch simpel. Vermassel es nicht, beende 12 Armaturen in Störung. Geht auch einigermaßen einfach halt. Aufstieg der Maschinen, töte 300 Feinde mit einem Nekramech, ohne dass er zerstört wird. Kommt von alleine. Und kein Rhythmusgefühl, töte eine Tastklopfer-Doma in der Ebene von Eidolon. Ja, das, nö, das sollte auch relativ simpel sein. Besonders halt, wenn man mit einer Gruppe zusammenspielt und plus noch Nekramech. So, und ich gehe jetzt hier auf die Belohnungen ein noch. Hier, man erhält als erstes in der ersten Stufe 120 Kretz. Ist okay. Kann man sich dann Sachen im Shop kaufen. Dann Siegel Reno Palatin. Oh, kann man bedingt gut erkennen, finde ich. Oh, habe ich schon im Besitz? Okay. Ja, okay, wenn man halt die Sachen im Besitz hat, dann erhält man dafür nochmal zusätzliche 50 Credits. Was okay ist, aber irgendwann mal merkt man auch so, ich habe so viel, das investiere ich nur noch in Kurva und wie heißt das nochmal? Lange nicht mehr. Ach, Nitain-Extrakt. So, dann zwei Waffenslots. Immer nützlich. Dann Glyph Excalibur Proto-Rüstung in Aktion. Ja, nette Glyphe halt. Typische Excalibur-Glyphe. Dann Ephemera-Wellenform. Auch nettes Ephemera gab es halt bei der vorletzten Nightwave-Geschichte oder so. Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Da hat man so nette Frequenz, so eine Frequenzwelle als Ephemera. Ganz nett. Dann nochmal 50 Credits bei Rang 6. So, Rang 7, 3 Formas. Auch nützlich. Rang 8, Orokin Beschleuniger. Nützlich. Dann Pistolenskin, Protokoll, WK-Sick. Ha, das sieht ja mal ziemlich gut aus. Eine alte Maschinenpistole. Warum nicht? Gefällt mir jetzt schon. So, dann Noggle-Statue. Sehr Leut, Prälat. Ach, das war bei den. Ach, bei Nightwave. Der zweiten Nightwave-Serie der Botschafter müsste das sein. Das war doch der Boss davon zu diesen Nightwave-Serie. Und ist jetzt auch als regulär zu finden auf Deimos halt. Okay, eine Noggle-Statue von denen. Warum nicht? Dann, Credits. Dann 20.000 Kurva. Kann man gut gebrauchen. Exmus-Vorteil. So, Kopfschüsse für Exmus-Gegner erhöhen sekundären Schaden um 600% für 10 Sekunden für die Psylocke. Okay, für die Repetierpistole.
Dann Arcana Anmut. Ah ja, bei Gesundheitsschaden 9% Chance auf plus 1 Sekunde. Gesundheitsregeneration pro Sekunde für 9 Sekunden. Und hier wäre es dann 6% für 9 Sekunden plus eine Arcane Wiederbelebung. Okay. Kriegt man wieder Arcana Anmut, warum nicht? Dann Pistolenskin Protokoll Tekna. Ha, sieht auch nicht schlecht aus, so eine klassische Pistole. Das müsste, glaub, müsste halt eine Beretta sein. Die andere war eine Maschinenpistole, glaub. Oh, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich komme auf den Namen nicht. Okay. Dann 16 Nora Mix, Volume 3, 50 Credits. Dann 17 Warframe Slot, praktisch. Dann Gemaskierung Neura Kavat. Hier hat man. Ja. Hier hat man einen neuen Fellmuster. Plus noch die passenden Farben dazu. Ganz nett, wie ich finde. Kann man so mitnehmen, wie ich finde. So. Dann Genmaskierung Neura Cupro. Okay, da gehe ich jetzt auch mal kurz ein. Boah. Okay. Ah, kann man auch so mitnehmen dann. So. Okay, dann Warframe Exolus Adapter. Okay, dann Rang 21 Credits. Rang 22 Ayatan-Skulptur Himakara. Auch eine Ayatan-Skulptur, warum nicht? Oh, okay. So, dann Rang 23 Metamorphs Magazin. So, plus 90% Magazingröße, plus 90% maximale Munition zufügen von 20 kumulativen Angriffen auf einen Gegner, versteinert ihn für 5 Sekunden. Für die Gorgon. Hört sich interessant an. Das hört sich wirklich interessant an. Das Magazin wird größer, plus maximale Munition wird größer. Die Gorgon hat eh jetzt so viel Munition bei sich. Kann man machen. Plus halt Gegner zu versteinern. So, Rang 24 gibt es wieder Credits. Rang 25 Pistolenskin Protokoll 95 und schicken Revolver. Kann man auch mitnehmen, wie ich finde. Sehr schick. Aber sieht ein bisschen zu mickrig aus, habe ich das Gefühl. So, dann Arcana Antrieb. So, ohne Rang beim Aufsammeln von Energie 60% Chance, 25 Energie für Verbündete und selbst innerhalb von 15 Meter wieder aufzufüllen. 15 Sekunden Abklingzeit, okay. Rang 5 bei Aufsammeln von Energie 60% Chance, 150 Energie für Verbündete und selbst innerhalb von 15 Meter wieder auffüllen. Abklingzeit ist wieder 15 Sekunden plus eine Arcana Wiederbelebung. Kann man nutzen. Dann Formerpaket dreimal. Dann haben wir Pistolenskin Protokoll Phantom. Okay, eine doppelläufige abgesägte Schrotflinte. Finde ich auch ziemlich gut. Sieht auch ein bisschen mickrig aus, habe ich das Gefühl. Aber sonst passt das. So, dann 29 ist Umraformer und Rang 30 ist Necromech-Skin Proto. Boah, sieht auch ziemlich schick aus, wie ich finde. Kann man so mitnehmen halt. So, und dann gehe ich nochmal kurz auf das Angebotssortiment ein. Das ist halt praktisch das, was vor Jahren mal bei den täglichen Alarmierungen dabei war. Sehr viele Sekundarhelme. Einige sehen richtig schick aus, andere, sage ich mal so, ist okay. Dann kann man dort Aura-Mods kaufen, wie Schildzerstörer, Feindradar, Scharfschützenplünderer oder Meisterschütze. Wo einige sehr nützlich sind, andere wiederum nicht. Dann gibt es noch die berühmten Waffenskin wie Tokor. Ja, die Tokor-Skin Wüstentarnung. Tokor. Dann Fargor-Skin Brock Blaupause. Ist auch eine. Für die Fargor. Dann gibt es noch Order mit Glasmacher aus der Glasmacher Nightwave-Serie. Oder Order mit Botschafter wie aus der Botschafter Nightwave-Serie. Dann gibt es ja noch Jaws Schwertblaupause. Da kann man noch einige Waffen auch noch kaufen oder farmen halt oder
ihr Blaupausen kaufen, eher. Dann noch hier Pangolium-Schwert, Blaupause. Dann noch Dunkeldolch, Blaupause. Auch, das sind alles so nette Waffen, eher so für Meisterschaftsrang-Futter. Dann gibt es dann noch wieder aufladbare Barriere für Volt. Das ist ein Augment-Mod. Dann Singularität für die Nyx. Und Prismaschutz für die Mirage. Und dann kann man hier noch die Wauban-Teile kriegen. Plus halt, man kann Orokin-Beschleuniger oder Reaktor kaufen, Nitain-Extrakte kaufen, 10.000 Kurva kaufen und wenn man halt Nihilus, den Glasmacher damals nicht mitgemacht hat, kann man hier nochmal Nihilus-Verlies nochmal kaufen. So. Ansonsten würde ich mal sagen, ja, das war's halt erstmal mit Nightwave halt. Ist halt, wie gesagt, eine Beschäftigungstherapie eher. Ich würde eher sagen, man könnte ruhig Nightwave einstampfen und das alte Alarmierungssystem wieder zurückbringen. Weil das hat ein bisschen mehr Pep gebracht, weil das hat ein bisschen, ja, ich sag mal, so ein bisschen Abwechslung gebracht. Hier ist das mehr so, ich habe hier meine wöchentlichen Aufgaben oder meine täglichen Aufgaben. Mache ich dann mal eben spontan fertig und wenn ich irgendwie alles davon habe, für alteingesessene Spieler, würde ich sagen, ist das nicht mehr so berauscht. Für neue Spieler ist was anderes, weil da kriegen die halt ständig was. Aber bei alteingesessenen Spieler, da sage ich so, nicht so ganz so toll. Aber ja, das ist halt mein Fazit zu Nightwave jedes Mal. Ich finde das mittlerweile überholt, dieses Battle Pass System für alteingesessene Spieler besonders. Weil da hätten die sich was anderes einfallen lassen müssten halt mittlerweile. Ansonsten würde ich mal sagen, war es das auch wieder fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.